Und zugeschaltet ist mir jetzt der Russland-Experte Dr. Frank Ohmbach. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ich grüße Sie. Guten Morgen, Frau Mosel. Herr Ohmbach, Selenskyj hat den Chef der Spezialeinsatzkräfte entlassen. Die Ukraine meldet keine größeren Fortschritte mehr. Wie festgefahren ist in Ihren Augen die Situation aktuell? Ja, der Verteidigungsminister hat ja auch selbst davon gesprochen, dass eine gewisse Pattsituation erreicht worden ist. Allerdings ist dieser Begriff dieses Stellungskrieges, wie er häufig in den westlichen Medien zu verwenden ist, in hohem Maße auch irreführend, weil wir häufig so eine Vorstellung haben von einem Stellungskrieg wie im Ersten Weltkrieg, wo man sich irgendwie in die Schützengräben eingegraben hat und wo überhaupt nichts vorangeht. Das ist leider oder ist Gott sei Dank so auch nicht der Fall, sondern wir haben nach wie vor eine sehr dynamische Lage, wenn auch auf lokaler Ebene und keine großen Geländegewinne in der Tat zu verzeichnen sind, weder im Norden, wo Russland eine Offensive gestartet hat, um die ukrainischen Streitkräfte auch vom Süden abzuziehen, zu zwingen, dort abzuziehen und damit die Offensive im Süden abzubrechen, aber auch die Erfolge der Ukraine auch an der südlichen Front, die es durchaus gibt, beschränken sich auf die lokale Ebene. Und ein größerer strategischer Durchbruch und die Erreichung der eigentlichen Kriegsziele, nämlich eine Abschneidung der südlichen Regionen, die ist eben bisher nicht erfolgt.